Von Holger Preis, Sindelfingen. Die Mercedes G-Klasse ist die Urmutter aller SUVs mit dem Stern. 38 Jahre rattert das G schon über Stock und Stein. Jetzt haben die Stuttgarter Hand an das in die Jahre gekommene Prachtstück gelegt. Ein erster Blick in den Innenraum lässt einiges erahnen. Mercedes hat sich lange, sehr lange Zeit gelassen, die G-Klasse aufzufrischen. Seit 38 Jahren ist der Inbegriff eines Offroaders auf den Straßen dieser Welt unterwegs. In dieser Zeit verkaufte sich die Geländelegende über 300.000 Mal, allein im vergangenen Jahr setzten die Stuttgarter 20.000 Fahrzeuge in Deutschland ab. Klar, dass bei diesem Erfolg der rigorose Designwandel, den Gordon Wagener über alle Klassen stülpte, zuletzt die G-Klasse erreicht. Schließlich hat der Kasten alle Modetrends überdauert, die da Ecken und Kanten geschliffen, Falze im Blech geklettet und steil stehende Frontscheiben in den Wind gelegt haben. Letztlich kommt aber auch eine Legende wie die G-Klasse nicht am 21. Jahrhundert vorbei, und so hat Mercedes den Journalisten als erstes einen Blick in den komplett neuen Innenraum der Ikone gewährt. Und der lässt durchaus Rückschlüsse auf die neue Außenhaut zu. Da finden sich beispielsweise in den Lüftungsdüsen rechts und links des Dashboards die Rundscheinwerfer wieder. Die Hochtöner der Musikanlage darüber sollen die aufgesetzten Blinker symbolisieren. Das Ganze wird auf Wunsch von gebürstetem Aluminium gerahmt und bildet so eine Art große Schwinge, die sich über die gesamte Armatur zieht. Unterbrochen wird dieser Schwung nur von weiteren Luftausströmern in der Mittelkonsole und den darunter positionierten drei Schaltern für die Differentialsperren. Elemente, die sich in der alten G-Klasse ebenso finden lassen wie der Haltegriff vor dem Beifahrer. Allerdings wurde, so Entwicklungschef Oliver Metzger, alles akribisch optimiert. Der Chef des Innendesign Hartmut Zinkwitz ergänzt: Wichtig war uns, dass vor allem prägende Elemente der G-Klasse erhalten bleiben. Dass das, was das Ikonische des Wagens ausmacht, auch in der Neuauflage wieder zu finden ist. Wie auch jetzt schon bedient sich die G-Klasse aus dem Baukasten der aktuellen E- und S-Klasse. Was dazu führt, dass in höheren Ausstattungen die klassischen analogen Rundinstrumente durch die sich über zwei Drittel der Armatur spannenden Doppel-TFT ersetzt werden. Statt der alten runden Sonnenblende kann jetzt die klare Linie der Außenhaut aufgegriffen werden. Ja, so viel darf an dieser Stelle schon verraten werden. Die Hülle der G-Klasse ist deutlich näher an der Ikone geblieben als beispielsweise die Studie Energy Force, die 2012 in Los Angeles vorgestellt wurde, hätte vermuten lassen. Damals hatte Wagner eine futuristische G-Klasse gezeichnet, die auch als Lunamobil hätte durchgehen können. Doch bevor sich der Designchef hier hat durchsetzen können, müssen die Verantwortlichen mit dem Universitätsprofessor Tobias Langner gesprochen haben, der sagt, dass eine Ikone nicht nur einzigartig ist, sondern, dass sie auch Makel hat. Zu diesen Makel gehören zum Beispiel die schon erwähnten aufgesetzten Blinker, das Rad an der Hecktür, die Türgriffe mit Druckknopf und der unnachahmlich blechern schwere Klang der Türen. All das wird der Betrachter auch an der neuen G-Klasse wiederfinden.